die Sache ist ganz eindeutig. Die meisten Leute haben den Koran nicht gelesen und können nur auf das reagieren, was passiert. Und was passiert ist, ist, dass viele Radikale diese Religion instrumentalisieren. Also muss doch ihre Gemeinde oder die Mehrheit der Muslimen muss doch aufstehen und sagen, wir sind aber friedlich und das passiert aber nicht in der Masse, in der es wirksam ist. Ja, also man kann natürlich sagen, wir gehen jetzt alle zusammen, wir machen eine große Aktion, aber ich denke, dann sollte das auch eine Aktion sein. Man sollte gar nicht diese Trennlinien aufmachen, Muslime und Nicht-Muslime, sondern man sollte sagen, alle, die vernünftig sind, die aufgeklärt sind, die für Menschliches stehen, ja, die sollten zusammen sich solidarisieren und auf die Straßen gehen, meinetwegen auch, oder was auch immer an Aktionen vollbringen. Und auf der anderen Seite sind es eben die Ideologen und diese Ideologen, das können Rechtsradikale sein, Linksradikale, es können irgendwelche Fanatiker sein, es können auch atheistische Fundamentalisten sein, die eben eine Religionskritik ausüben, die auch schon ideologisch motiviert ist, weil sie eben sagen, es gibt nur irgendwie eine fanatische Version des Islams. Das ist eben nicht so. Und die frühislamische Geschichte war anders. Ich kann sie nicht ausführen, aber das ist nicht, was ich aus dem Koran lese. Bleiben weil ich wir denke, man muss seine Vernunft einschalten. Wenn man bleiben wir noch